Hallo miteinander und willkommen zurück zu Shadow Empire mit Torrin Gent. Es geht weiter, die nächste Runde, Runde 28. Wir haben 700 Infanteristen erledigt. Und werden mal schauen, wie aussieht. Oh, die Egoismuskrise, na das kann ja was werden. Gut, oder auch nicht gut, besser gesagt. Also unsere Beziehungen zu unseren Anführern werden sich jetzt 11 Stunden dann quasi die meiste Zeit verschlechtern. Zumindest haben wir einen weiteren Feldpunkt erhalten für die neue Epoche. Oh, ein Combat Armor mal entdeckt. Gut. So, Zwischen Level 3. Weiteres Feld Strategy Pack. Und Tech Level. Okay, das heißt, wir kriegen extra viele Karten. Boomtown ist sehr gut. Fat Merchant, High Tech Vault. Dark Plot. Diese Rebellion-Karte, die ist echt verlockend. Die ist halt am besten zu spielen, wenn man nur eine Zone hat. Wir haben jetzt halt zwei Zonen, das heißt, wir wissen nicht, wo die Rebellion spawnt. Und ja, ich bin beschäftigt in allen Richtungen. So, die Echnik ist auch nicht so geil. Ah, Oxaruki Chemical. Chemische Waffen, ha? Huh? Verteidigungsstrategie. Gar nicht so extrem schlecht. So. Bewegen wir uns hier runter zu der wichtigeren Zone. Jetzt lass mich nicht lügen, wie. Ich glaube, jetzt sollten unsere Sachen hier fertig sein, genau, beide. Hospital und Truck Station. Ihr seht hier tatsächlich. Auf dem Teil hier bleibt nichts mehr übrig momentan. Weil die gesamten Transportkapazitäten von den zwei hier aufgefressen werden. Das heißt. Hier unten könnte es unter Umständen schwer werden mit der Versorgung. Wobei ein bisschen was kommt noch an. Ja. Gut. 1300 Mann. Was kostet denn eine dieser netten Independent Battalion? Aber wir sind noch gar nicht fertig, hä? Wir sind noch gar nicht so weit. Machen wir erstmal die Entscheidungen. Wieder die Library. Unrest plus 12. SM Relation Decrease. Das machen wir plus 2 mit Crank Jones. Es ist halt so komisch, weil wir. Ach nee, er ist das jetzt. Ah, okay. So, disziplinier ihn. Das ist der Gouverneur da unten jetzt gewesen. Der zwingendermaßen eh nicht viel kann. Nee, das ist Mercantar. Es gibt noch jemanden, der so aussieht. Moment mal, haben wir zwei Typen, die gleich auch gleich aussehen? Ja. Das war der Economic Council. Okay. So, gib mal dem mal einen Bonus, weil er so ein guter Mann ist. Failure Effect ist half, 3 Punkte. Großartig. Charisma Rolls. Das wäre hier Hero of the Nation, bist du auch. Ich hoffe, ich habe es jetzt auf dich hingespielt, ne? Und nicht auf Mike Antares. Sonny Assam, 15, aber sein Natural Relation Point ist höher. Das heißt, er wird jetzt da in die Richtung konvergieren normalerweise. Hauptsache, er ist über 50. Oh Mann, ey. Okay. Nächste Entscheidung. Model Design Council Task. Ich lasse es tatsächlich so, weil wir brauchen immer noch Artillery. Mach's mal so. Ein bisschen eher Richtung des eigentlichen Designens, muss man sagen. Sideskirts, nee, Combat Armor. Das ist das nächste Infantry Upgrade schon. Anima Circle requests your blessing. Herz und Demokratie. Nein. Nein, nein, nein. Wir wollen euch nicht haben. Kommt damit klar. Ja, der Norden ist irrelevant. Wie schaut es eigentlich an unserem SHQ aus? Keinerlei Miliztruppen. Wie hoch ist unser Milizrating? Militia. Das Ding ist, umso mehr Zivilisation wir natürlich bekommen hier in den Städten, umso geringer wird das Miliz-Ranking und umso, ja, umso weniger Truppen der Miliz werden wiederhergestellt. Sodass wir ganz natürlich mit der Zeit ja, von einer Milizarmee zu einer, naja, richtigen stehenden Armee übergehen.
So hat es da halt einer knallhart, einer verschanzt es und wir sehen ihn einfach nicht. Sehen wir nicht, was ihr schon für Leute seid? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wie viel? Nur noch 13. Okay, wir sind fast über dem Berg hier. Wir sind fast über dem Berg. Und wir sind hier auch 50 das Maximum für eine nicht regulierte Zone. Ich würde ja fast sagen, dass wir ihn jetzt mal anrufen hier. Das ist fertig. Scout Station wird gebaut. Okay. Zone Orders. Mach mal eine reguläre Zone draus. Confirm. Okay. So, wir können ja hier drüben. Zack. Dann machen wir es anders, warte. Tun wir mal so und ja. Ah, es ist doch nur einer, okay. Ja, sehr erfolgreich, nicht. Wir haben immer schon 107 Recon auf dem Hex. Es ist so erstaunlich. Es ist wirklich krass. Die haben scheinbar auch ganz gute Erfahrungswerte hier mittlerweile. Uns auch Special Powerful or Weak versus certain types of armor from Riffamishes. Okay. Interessant. 97, die sind echt schon besser als unsere normalen Truppen. Naja, ich glaube, so viel mehr können wir gerade gar nicht machen. Wir könnten natürlich weitere Stratagems spielen, das. Ja, komm. Zone Stratagems, wir könnten die Boomtown-Geschichte spielen. Target ist Pacifica. Upp, 4800 mehr Population. Feste Motherlode. Friendly Zone must be played on a zone with a city. Zone must have mining operations with mining is below level 9. Ja, die Frage, ne? Wie ist das Mining Ease hier auf dieser Sache? Sehe ich das hier eigentlich irgendwo? Ich meine, wir wissen dann nicht, ob wir solche. Ja, ich meine, versuchen kann man es ja mal. Komm, wir machen mal das Motherlode. Mal gucken, was dabei rumkommt. So. One for Van Prospectus made an amazing discovery in our mining operation in Pacific. It will be plus one levels easier to mine a treasure. And T-Score. T-Score? T-Score ist T-Score das hier? Nein, das ist das hier. Okay. So, mehr Fuel. Beziehungsweise leichter rauszuholen. Das ist ja in Ordnung, ja. Könnten das auch ehrlich gesagt nationalisieren. So. Jetzt gehört es uns und wir kriegen sehr viel mehr Öl. Da sollten fürs Erste unsere Nachfrage nach Öl gedeckt sein, bis wir den ersten Überpanzer bauen. Bis ich wieder mal durchdrehe, ja, und dann, ja. Irgendein Panzer, der aussieht wie ein, keine Ahnung, wie eine Lokomotive und extrem schnell stark bewaffnet ist und stark gepanzert ist, aber naja, eben halt irgendwie nur 2 Meter fahren kann pro Zug und dafür dann die Hälfte des nationalen Ölvorrats verbraucht. All das kann passieren durchaus. Ach, guck mal, das sieht gut aus hier. 12,1, 17,1 tut das. Das sind, glaube ich, wirklich nur so wenige. Sehr schön. Dann rücken wir ein wenig vor hier. Ja, tut das. Jetzt werde ich wieder übermütig hier. Ja. Sie haben ausgehalten. Aber wir konnten sie etwas niederhalten. So, drei replacen. So. Einmischung laufen. Da sollten wir demnächst auch mal eine zweite Variante davon bauen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht die High Velocity Machine Guns, die das zweite wären. Also die bessere Variante davon.
Ja, hier unten, glaube ich, ist es alles keine Option, ne? Na, mit dem Schild wäre es okay, aber alles andere. Hier, den da. Holy shit. Was haben wir es dabei geschafft, jemanden zu verlieren, ne? Trotz der immensen Chancen. Das mal hier so hin, ja. Wie gesagt, mit denen sind wir ja nicht im Krieg. Nicht offiziell zumindest. So, nichts, und da kann man vielleicht die nächsten hier raus tun und dann uns hier weiter vorarbeiten. Lange braucht denn der Mann, bis er mit den Motorcycles fertig ist? %, okay, also wahrscheinlich nächste Runde. Auch mehr BPs. Können auch. Genau. Offices 2 bauen. Wollen wir noch mehr bauen, ist die Frage. Was können wir überhaupt noch bauen? Ihr könnt natürlich auch jetzt schon anfangen mit den Rail Stations und eine Verbindung zwischen diesen zwei Städten zu bauen. Aber, ach ja, die Airbase, die bräuchten wir natürlich potenziell auch. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert mit den Versorgungsgeschichten hier. Das hier ist Truck AP Extension Production per Round. Ne, halt mal, das hier wollte ich haben. Production per Round. Ist das quasi, dass ich auf 40 Feldern Entfernung dann. Cost of just a little upkeep and oil, you provide a place for air forces to land and take off. Also generate airbase points to maintain those aircraft in top shape. Also innerhalb dieser Reichweite sind die dann echt gut unterwegs. Perspektivisch brauchen wir das auf jeden Fall. Das kostet fast gar nichts. Natürlich wichtiger, das hier eigentlich zu bauen, ne? Fangen wir damit mal an. Wir haben eine Menge Geld. Das nutze ich so überhaupt nicht. Was mit all unserem Geld passiert? Wir können immer noch immense Mengen Geld machen, indem wir die Rare Materials hier verkaufen. Und wir haben sogar noch, immer noch extrem viel auf Lager. So, das heißt, wir könnten uns sogar diese horrenden Sachen hier leisten. Das ist, finde ich, okay. Zumindest reicht es jetzt für zwei Züge direkt. Ansonsten, dann der dritte Zug wird schon wieder schwierig. Wir müssen wahrscheinlich dann nachkaufen. Ja, damit ist die 2 schon super wichtig und super gut. Ging ja jetzt hier die leichte Industrie dazu, die jetzt auch noch helfen sollte hier beim Ganzen. Und perspektivisch wollen wir hier natürlich noch eine Industrie 1 hier bauen. Bewohner gibt es hier auf jeden Fall genug. Und sobald die Zone gleich dann wirklich eingeordnet ist bei uns, sieht das alles schon viel besser aus, ja. Truckpunkte sind noch okay. Schauen wir uns die nächste Runde an. So, wir wurden angegriffen. Wir haben 1200 Infanteristen erledigt. Wir haben dabei aber tatsächlich wieder 10 Geschütze verloren. Das heißt, wieder eine Artillerieeinheit weniger. Charlie ist auch hier auf dem Tisch. Ist eigentlich einfacher macht. Genau hier, der seht ihr. Weiß er etwas? So, schauen wir uns an, wo das war. So, die Biker sind fertig. Oh, nie. So, dann schauen wir uns gleich mal an, wie gut die geworden sind. Und wir haben. Oh. So, wir haben Artillerie entdeckt. Großartig, da kannst du gleich damit beginnen, die erste zu erforschen. Hero of the Nation wieder einmal. Also, wir beginnen jetzt mit dem Staff Council. Okay. Neues Artillerie-Modell. Einem gigantischen Haubitzer. 1000 Firepower, 3 Ammo, 60 Metall, 40 HP. Ich meine, das ist halt immer die Frage, ne? Wie groß will man denn gleich machen? Metallkosten sind halt erheblich, ja? Wir haben eigentlich nicht so viel Metall.
Wir bezahlen hier was? Fast ein Drittel mehr für 400 Firepower. Es ist so teuer, ne? Nimm mal so eine 150er hier. Mit Padded Envio Suits. So. Können wir uns immer noch eine größere bauen, sobald wir vielleicht mal Metall entdeckt haben? Vigilante Justice in Ahorn. Oh oh. Oh Gott. Wir geben den vollen Support natürlich. Danger Increase bei 40%. Der hat gefehlt, ne? Der Ship Roll of Antares ist 31. 50 ist einmal 81 ging. Oh Gott, Critical Failure. Oh Gott, 600 Population Data und Danger. 40, heilige Scheiße. Ich will nicht wissen, wie viel das jetzt ist da unten. So, Emergency von CO, natürlich, ja, wir helfen immer gerne. Ein charismatischer Gewerkschaftschef in Pacifica. Wir könnten ihn helfen. Wir könnten ihn fragen, ob er uns helfen möchte. Auditory Role ist halt. Ihn loswerden wäre tatsächlich sehr viel einfacher. Versuchen wir es. Covered Ops, Skill Roll, Result 22 vs. Level 64. Gut, Success. Sehr schön. Frank Jones, alles gut. Profile Hard, minus 1. Ja gut, wir sind ihm losgeworden. Großartig. Oh. Bei den Sentinels gibt es Nimble Finger, Tribal Healer, Allied Sniper. Allied Sniper natürlich. Wir müssen Autocracy immer noch anheben. Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Also, wo war denn dieser ominöse Angriff? Ja, hier drüben. Ich habe es mir schon fast gedacht. Das war wieder eine unglaubliche Menge. 10.000 Leute. Sie haben 1.200 der verloren. Dafür waren unsere Verluste echt in Ordnung für die Menge, die uns angegriffen hat. Ja. Ich wurde niedergeschossen von den Advanced Boys hier. Jetzt haben wir wieder das Übliche, ne? Wir können halt nicht wirklich hier weitermachen, so richtig. Danger ist jetzt bei 49. Anwes ist nur noch bei 9. Also wir ziehen dich jetzt hier auch mal raus. Kann ich mal deine normale Bewegung haben? Danke. So, und dann switchen wir hier, würde ich sagen. Wir könnten sogar angreifen. Oder die erstmal. So, und dann mit diesen 5 Leuten hier angreifen, ha? Ich meine, man könnte es echt machen. Aber 27 sind immer noch ziemlich verwirrt. Wir haben zu wenig Leute hier auf der Seite. Ah, Replace. Tatsächlich nichts in dem Fall. Was wir machen können, ist jetzt die Motorradfahrer mal einsetzen. Ah, hier. Independent Bike Battalion. Regimentsgröße wäre 1800. Muss ich das mal vorstellen? Wieder 1800 Motorräder auf einen zu fahren. Okay, wir bleiben hier beim Bataillon, oder? So. Wie gesagt, wir sollten vielleicht auch mal nachschauen, wie gut die geworden sind überhaupt. Hier. 93, 93. Das ist schon in Ordnung. Gut seid ihr eigentlich geworden. 44, 87. Ja. Attack ist immer noch nicht überragend, aber es wird alles schon besser werden. Ja, und bald haben wir Artillery und dann sind wir erstmal safe. Wenn wir dann noch mit dem Staff Council jetzt die richtigen Sachen bekommen, im Sinne von die richtigen, können gleich mal rekrutieren, ehrlich gesagt. Die richtigen Formationen. Es gibt nämlich ein paar sehr schöne Formationen, wo man Infanterie und Artillerie in einer Sache hat drin. So, mal einen neuen Leader. Immer noch einen zweiten. Wir haben eh viele Plätze frei. Beziehungsweise haben wir da noch niemanden, der überhaupt hier unterwegs ist. So. Hannibal Lennox und Aaron Iron Lane. Und die Iron Lane. Okay, was ist die 2? Ein War-Typ. Hat 6. Da sind aber ansonsten der ja, Improvisation. Okay. Military Mining Commerce. Und Aaron hier. Capacity 3. Intelligent Gun Tactics. Personal Combat und Tank Tactics. Okay.
Ich denke, das wird unser Stuff-Designer. Auch wenn es ein bisschen verschwendet ist, aber. Ja, aber er wird's und Hannibal wird dann wahrscheinlich irgendwas anderes übernehmen. Er hat auf jeden Fall einen guten Warset, also er ist eigentlich auch jemand, der eine Truppe anführen könnte. So, wollen wir dann direkt hier nochmal ein. Ja. So, zwei Stück davon. Die werden sich eigentlich irgendwo aufstellen. So, die Readiness hier ist jetzt nicht ganz so groß, aber ja, ihr seht schon, die eine Chance, die wir da jetzt hatten, anzugreifen ordentlich, ist quasi vergeben. Du gehst dahin, na, die Linie wird gehalten. Ach, das ist erstaunlich gut. Wir schießen ihn mal ein wenig. Wieder hier Blindfeuer ins Gebüsch. Und da 10 Recon. 0,96 zu 1. Also mal unter hohen Verlusten voranzukommen hier. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass wir kriegen unsere Verstärkung schneller dann als er. So, nochmal ein Machine Gun. Und ein Buggy. Oh nein. Nein, wir haben keine EP mehr. Na gut, der Buggy wird warten müssen. So, ansonsten, ja, na. Das sieht alles gut aus. Naja, das 2,2 Züge. Ich auf, ist 1,2 Züge. Eigentlich brauchen wir ja mehr Metall. Ah, das lohnt sich so überhaupt nicht. Das ist völliger Humbug. Oh wow, und unsere Leute bauen sich ein neues Oil Rig hier oben. Ich meine, klar, warum nicht? ist ja nicht so, als bräuchten wir mehr Sprit. Aber ja. Ist ja vielleicht wirklich. Ja, wir brauchen mehr Nahrung. Heißt, ich könnte das hier aufkaufen in der Stadt. Geschickter als neues zu bauen. Das halt die Happiness nochmal runter. Ja, tu es. Kauf es. So. Bei dem Depot bleiben wir fürs Erste noch. Bei den Karten. Das sieht gut aus. Zonenkarten. Könnten nochmal den Fat Merchant hier spielen. 700 Credits kamen mehr. So, und das Gießcasino wurde abgegradet auf Level 2 jetzt hoffentlich. Eigentlich müsste ja Level 3 eigentlich sein, aber naja. Ja, zumindest Entertainment. Wenn wir schon nichts, sonst nichts den Leuten bieten, dann etwas Entertainment, ja. Das war's so wie hier bei mir auf dem Kanal, ne? Wenn es sonst nichts gibt, dann. Es gibt strategische Tiefe hier, ja. Aber das war ja hier wieder eine ziemlich aussichtslose Sache. Na gut. Machen wir weiter. Ja, das Gute ist daran, dass wir so viel Geld haben, dass uns das Essen nicht wirklich ausgehen kann. Außer wir kaufen den ganzen Markt, der was passieren kann. Durchaus. Schauen wir mal. Ja, ein äußerst geschäftiger Zug, wie ihr sehen könnt. 130, 2300 Infanteristen haben wir bei unserer Verteidigung erledigt. Wir haben wieder Infanterie und Geschütze verloren. Nicht gut. Curiosity, okay. Endlich mal wieder ein Feed. Das war ja jetzt sehr lange. So, Baracken sind erforscht. Und Civilization Level 3 erreicht. Scientific Outpost ist super. Commercial Project. Kommen wir auch nochmal. Und Medal of Merit. Okay. War das hier oben? So. Next Battle. Okay, das war hier ein Angriff auf die Truppe. Hier haben wir die Geschütze verloren. Sie greifen überall jedes Mal da an, wo unser Artillerie steht. Ja, die wissen schon, was sie machen. Sie haben 700 Leute verloren. Und da hier war auch noch ein Angriff. 400 Leute. Da haben wir Rifle Militia verloren.
Ach, hier, das war das. Ja, hier sind sie gegen unsere Maschinengewehrstellungen angerannt, haben sehr viele Leute verloren, wir gar nichts. Gut. Ihr seht, wie fick jetzt diese ganzen Linien hier sind, ne? Also, das ist natürlich das Upgrade der, der Stellungen da hinten. Wenn es mal hier auf der Seite, glaube ich, helfen. Ist das eine dicke Grenze? It's Leader. Staff Council. Da wollten wir. Warte mal, wen wollten wir dafür haben? Eigentlich nicht dich. Sondern dich hier. So. Occupation Governance Current. Machen wir es mal so. Porsche ist nicht ganz so wichtig, der ganze Rest eigentlich schon. Erstmal so ein paar mehr entdecken. Confirm. Und was als nächstes? Die Universität erforschen. Economic Council Typ. Das ist ein Mining-Regime, aber wieso sind die Grenzen so angezeigt hier? Komisch. Äußerst komisch. Das wollte ich auch nicht. Was wird jetzt gebaut als nächstes? Die Farming Dome Community tatsächlich. Ha. Das ist natürlich nett. Die haben das eine Ding übernommen, was sie hier hatten. Jetzt bauen sie sich nochmal ein eigenes. Das ist optimal. Besser kann es sich laufen. Es ist so schön, ne? Die Privatwirtschaft. Die macht nützliche Sachen. Unglaublich. Sie wollen auch unbedingt Öl hier oben haben. Das ist einfach schön. Ja, was sie unbedingt haben wollen, ist eigentlich Metall. Ich muss ja echt sagen, wir müssen mehr dieser Ruinen noch weiter ausbauen. Hier gibt es auch nochmal 14.000 Scavenge in dem Bereich hier. Was kostet so ein Scavenging-Dingsbums hier? 50 Metall, also 100 Metall insgesamt. 25 Industriepunkte und eine Maschine. Was sagt denn der Bau hier in der Provinz? Die sind fast fertig. Ja, sind das natürlich vor allem die Metalle, die wir brauchen. 91, ja. Auch wenn es verdammt teuer ist. Kaufen aber so ein paar wenige seltene Erden hier. Sind dann wieder auf der im selben hohen Niveau, was Zaster angeht. So, Zonen. Und zwar, wo ist es denn? Hier. Scientific Outpost. Auf Pacifica. So, und das Ding kann man da oben unten machen, um das weiter auszubauen. So, wo haben wir denn das Outpost bekommen? Hier. So, gibt uns tatsächlich 200 Punkte Research Bonus. Was natürlich wunderbar ist. Bessere Forschung können wir immer gut gebrauchen. Ja, ich glaube, die haben sich jetzt echt zurückgezogen. Ja, gut, dass wir etwas vorsichtiger waren. So. Das lassen wir natürlich. Haben wir jetzt hier irgendwie noch. Hier, wir haben noch eine Artillerie. So. Wer schießt die mal? Mit wenig Erfolg. Na, wobei doch ein paar Hits sind wir dabei. Im Osten. Da haben wir jetzt ja sogar ein paar mehr. Feuer. So eine ganze Menge, die auf dem Feld da stehen. Oh, ein Kill. Zwei Hits. Gut. Readiness ist auch runter. Entrenchment auch. Aber reicht das für einen Angriff hier? Komm, wir versuchen es mal. Wir haben überlegene Waffen. Oh wow. Ja, wir haben sie geschlagen. Ja, aber da reindrücken ist halt jetzt auch keine echte Option, leider. Wobei, man könnte schon. Wir setzen uns halt den Angriff von drei Seiten aus, aber sie müssen über den Fluss.
Machen wir es mal so, ja. Dass alles besetzt ist. Also, er kann theoretisch ja auch mitmachen, sobald hier mal Ruhe eingekehrt ist. Eins um eins. Ja, ich meine, eigentlich sollte bei dem Wert nicht mehr viel passieren. Riskieren wir das jetzt? Um hier vorne sicherer zu sein. Ne, wir lassen ihn noch eine Runde drin stehen. Gut. Ansonsten kann man jetzt nicht viel machen. Wir müssen abwarten und tatsächlich jetzt, ja. Nur die zwei bauen, ohne eine Metallquelle zu haben, ist halt richtig bitter. Ja. Haben wir eigentlich hier irgendwo noch. Wir könnten natürlich auf jedem dieser Felder noch mehr Scavenging Posts bauen. Sich zu den drei. Wir können die natürlich auch ausbauen. Das kommt noch dazu. Ich mache das sehr selten, weil es ist halt, ne, klar, es wird dann schneller leer gemeint. Aber wie viel wäre es denn dann? 80 ist eine Verdopplung. Es kostet eigentlich nicht viel. Ja. Grade das mal ab. Komm. Machen wir es alles noch schlimmer. Wenn noch das upgraden können, wir sind wir auch noch dann. Als nächstes. Da ist auch eine ganze Menge Scavenge noch drin. Ja. Ich denke, dass wir ansonsten eher die Front weiterhin so stehen lassen werden. Wir warten jetzt auf die Artillerie, die werden die dann ausbilden. Sollten bis dann noch ein bisschen mehr Rekruten haben. Und dann werden wir hier einheizen. Wahrscheinlich werden wir vom Norden her ausrücken. Also diese Linie hier dürfte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Aber all das dann erst in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Ciao, ciao. Euer Torben.